Mal. Das sind wir, Freunde von Nils. Und heute spreche ich mit Etem Yilmaz, unser Mann für die Übersetzungen, derjenige hinter unseren Sprach- und Integrationsbegleitern und natürlich ein langjähriger Projektpartner und Freund der Stiftung. Wir sprechen heute über Sprache, Integration und Freundschaft. Lieber Etem, ich freue mich, dass du heute mal wieder mein Gast bist. Herzlich willkommen und Hosch Geldenis bei Hör mal, Freunde von Nils. Wir beginnen wie immer mit ein paar Entweder-Oder-Fragen, um einen kleinen Einblick zu bekommen. Bist du bereit? Ja. Okay. Aufzug oder Treppe? Treppe. Chai oder Ayran? Chai. Pünktlich sein oder sich Zeit lassen? Pünktlich sein. Okay. Tennis oder Fußball? Fußball. Okay. Bahn oder Auto? Bahn. Bahn. Okay. Okay, super. Danke für die Antworten. Genau, Etem, du bist Dolmetscher, du bist Verleger, Autor und hast auch Sprachkurse gegeben. Du wohnst in Bochum. Magst du uns kurz in drei Sätzen sagen, wie du nach Hannover zur Stiftung gekommen bist? Das war vor einigen Jahren, besser gesagt vor 5, 6 Jahren, eine Veranstaltung, die vom Goethe-Institut organisiert wurde. Dort war ich eingeladen, um einen Vortrag zu halten und meine Bücher vorzustellen. Mhm. Dort habe ich die Kommilitonin von Clemens kennengelernt und sie hat mir euch empfohlen und die Kontaktdaten vermittelt. Dann habe ich Clemens angerufen und so bin ich dann zu euch gekommen. Ja, und dann lief das alles unproblematisch. Ja, nachdem ich meine Bücher hier vorgestellt habe und fanden die ihr gut. Ja. Und dann haben wir angefangen, die Bücher zu produzieren. Ja, genau. Apropos Bücher. Ich bin ja jetzt seit 2 Jahren ungefähr in der Stiftung und genau, wir haben mit der türkischen Version 2015 schon angefangen und dann folgten Arabisch, Farsi und dieses Jahr Polnisch. Weitere Sprachen sind natürlich auch schon in der Planung. Wie genau kam es zu der Idee des Buches oder des Begleiters? Also ich bin in dem Jahr 1969 nach Deutschland gekommen und einen Tag später habe ich festgestellt, dass die sogenannte Gastarbeiter damals also solche Mustersitze für Alltagssituationen brauchten. Und damals habe ich versucht, also solche Broschüre zu erstellen und einige nützliche Sitze zusammen zu formulieren, damit man auch im alltäglichen Leben benutzen kann. Und wurde später immer mehr, immer dicker und immer professioneller. Mhm. Irgendwann kam das Buch in dieser Form und wurde in mehreren Sprachen übersetzt. Und jetzt machen wir fast nur mit diesen Büchern weiter. Ja, du hast schon erzählt, es beinhaltet Alltagssätze, Wortlisten. Was genau ist das Besondere an diesem Buch? Welche Vorteile bringt es mit sich, wenn man dieses Buch benutzt? Das Buch ist ein Sprachbegleiter für die Menschen, die entweder gerade nach Deutschland gekommen sind oder aber die seit mehreren Jahren in Deutschland leben und nicht die Möglichkeit hatten, Deutsch zu lernen. Mhm. Mit diesen Büchern kann man also in alltäglichen Situationen mit den Mustersätzen die alltägliche Leben meistern und in jeder Situation gibt es für jede Situation gibt es einen Mustersatz und man kann auch die Mustersätze mit den themenbezogenen Wörtern austauschen und so kann man dann natürlich weiter sprachlich und das Buch beinhaltet auch noch Informationen über verschiedene Situationen, wie man sich am besten in Deutschland verhalten kann, muss. Mhm. Und danach, dann gibt es auch noch natürlich auch viele weitere Informationen über Schule, Studium, Beruf,
und auch Kurzinformationen über Deutschland, damit man sich auch über das Land sich informiert, in dem man auch lebt oder lange leben wird. Das ist ja auch schon fast wichtiger als nur Vokabeln zu lernen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist mehr als Vokabeln lernen. Man kann natürlich auch mit den Vokabeln anhand der Mustersätze verschiedene weitere Sätze bilden, aber da sind auch fertige Sätze, die man also in jeder Situation anwenden kann. Ja, schön, das ist doch toll. Unser aktuelles Projekt ist die Aufklärungsbroschüre Corona verstehen. Worum geht es bei dieser Broschüre? Also die Broschüre Corona verstehen also bezieht sich auf viel mehr auf Impfung und Aufklärungsarbeiten. Und wir haben in dieser Broschüre etwa 50 Fragen gestellt, die für die ausländischen Mitbürger sehr wichtig sind. Und auf diese Fragen versucht, also kurz, knapp, aber deutlich Antworten zu geben, damit die Leute wissen, wie wichtig also das Umgehen mit Corona ist. In wie vielen Sprachen gibt es denn die Aufklärungsbroschüre? Die Aufklärungsbroschüre gibt es zurzeit in 10 Sprachen. Okay, ja, das deckt natürlich auch schon mal. Ja, man kann mit diesen Broschüren also mehrere Länder abdecken, zum Beispiel mit Arabisch kann man 22 Länder abdecken und mit Kurdisch auch viele Länder, die Menschen aus Syrien, aus dem Irak, aus der Türkei und aus Libanon und wo Kurdisch gesprochen also wird. Ja. Und ja. Ja. Apropos Sprache, was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Sprache bei der Integration? Eine sehr große Rolle. Sprache, habe ich mir fast gedacht. Sprache ist Motor der Integration und Sprache verbindet. Ja. Also wenn man die Sprache kann, dann hat man Möglichkeit, sich mit den Mitmenschen zu verständigen. Wenn man sich verständigt, dann entsteht auch Nähe. Und so funktioniert auch Integration. Ohne Sprache kann ich mir keine Integration oder vernünftige gesellschaftliche Integration vorstellen. Ja, ist ja auch eine Win-Win-Situation, sage ich mal, für beide, wenn man ja aufeinander zugeht einfach und sich kennenlernt. Ja, für Gedankenaustausch und für Kommunikation. Kommunikation schafft Nähe und muss man die Landessprache können, damit man sich entsprechend äußern kann. Und deshalb, man muss, wenn man in Deutschland ist, schnell wie möglich anfangen, die Sprache zu lernen, damit man auch entsprechend die Vorteile nutzen kann. Ja, gutes Stichwort. Wie hast du denn Deutsch gelernt, als du nach Deutschland gekommen bist? Also du bist ja in Anker geboren und dann, hast du schon erzählt, 1969 nach Deutschland. Ja. Wenn du da mal an deine Ankunft denkst, wie war das für dich? Was hattest du so für Gefühle? War das, das ist aufregend? Interessant. Oder? Ja, ich habe angefangen eigentlich, also ich bin als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, also 4 Tage in dem Zug. Die Fahrt hat wirklich schrecklich lange gedauert. Ich hatte Langeweile und ich habe angefangen, Deutsch zu lernen in dem Zug. Ja, bist du alleine gekommen? Ja, mein Vater war hier. Ah ja, okay. Und dann habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Habe ich gesagt, warum nicht? Von 1 bis 100 kann man ja lernen. Und dann habe ich auch so gelernt, wie man eigentlich so liest, wie Türkisch. Eins, zwei, drei und so weiter. Ich bin in Hattingen angekommen, wo mein Vater lebte. Und habe ich gesagt, also ich kann bis 100 zählen. Sagte mein Vater, ja, fang mal an. Ich habe gesagt, eins, zwei, drei, sagt er, alles vergessen. Also, nochmal von vorne beginnen. Nochmal von vorne ran, nochmal beginnen und dann, ja, dann habe ich Kurse besucht und versucht,
allein Selbstlernkurse und ich habe auch natürlich versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und so habe ich dann Deutsch gelernt. Ja. Wurden dir die Kurse angeboten oder bist du auf eigene Faust losgegangen und hast geguckt, wo, in welcher Schule kann ich Deutsch lernen? Also damals musste man selber die Kurse suchen. Mhm. In kleinen Städten gab es keine Deutschkurse. Mhm. Und man musste in die nächste Großstadt, zum Beispiel Hattingen nach Bochum oder nach Essen oder nach Dortmund, keine Ahnung. Mhm. Und also man musste damals wirklich viel Geld bezahlen, um solche Kurse zu besuchen. Und deshalb haben die Leute auch damals nicht so schnell oder einfach Deutsch gelernt. Ja, also wenn ich mir heute mal so die Integrationsmaßnahmen in Deutschland angucke, Stichwort Sprachkurse, da wird man ja, bekommt man ja direkt irgendwie Unterstützung, Sprachkurse, Eingliederungskurse und halt auch, ne, man wird an die Hand genommen. Wie war das denn ja damals so? Wie waren die Integrationsmaßnahmen? Gab es welche? Wie so im Vergleich von damals und heute, wie siehst du das? Also der Begriff Integration war damals ein Fremdwort. Mhm. Und man hat über die Integration gar nicht geredet. Gab es ein anderes Wort damals? Oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte nicht. Mhm. Also damals waren die Leute als Gastarbeiter hier. Mhm. Die haben gesagt, das sind die Gastarbeiter, die Gäste bleiben für eine bestimmte Zeit und dann gehen die wieder nach Hause. Und deshalb haben sie auch keine Kurse angeboten. Mhm. Und die sogenannten Gastarbeiter haben gesagt, wir sind ja hier für ein paar Jahre oder vielleicht für ein paar Monate. Ja. Und warum sollen wir dann in dieser Zeit Deutsch lernen? Wir haben ja Dolmetscher überall, ja. In den sogenannten Wohnheimen und bei den Firmen, mhm. Fabriken, Sozialbetreuer. Und haben sie dann versäumt, damals Deutsch zu lernen. Schade. Sehr schade, ja. Ja, jetzt Frage an dich. Wenn du der Integrationsbeauftragte damals gewesen wärst, was hättest du denn anders gemacht für die, die neu in das Land gekommen sind? Ich hätte erstmal versucht, den Menschen Deutsch beizubringen. Mhm. Und davon profitiert ja man auch die Mitmenschen in Deutschland, auch Arbeitgeber. Mhm. Und ich hätte auch versucht, Kurse anzubieten, überall, wo die Leute zu finden sind, wo die wohnten. Ja. Und also damals war ja überhaupt keine Kurse angeboten. Mhm. Also, und diejenigen, die Deutsch lernen wollten, mussten wirklich viel Geld bezahlen und weit in eine andere Städte fahren. Ja, manchmal war ja auch das Geld wahrscheinlich gar nicht da. Doch, damals war mehr Geld. Damals war mehr Geld da als heute, wirklich. Aber damals war das Interesse so klein als heute. Ja. Und deshalb haben sie gesagt, ja, die sind ja als Gast hier. Mhm. Warum sollte man für die Leute also hier Kurse anbieten? Ja, verstehe. Gut, wir wollen im zweiten Teil des Podcasts über Freundschaft sprechen. Mhm. Welche drei Schlagwörter sind für dich in einer Freundschaft wichtig? Oder was? Wie würdest du Freundschaft in drei Schlagwörtern beschreiben? Also die Freundschaft auf der Basis Vertrauen, Toleranz, Hilfsbereitschaft. Ja. Und man kann natürlich noch. Ja, aber die drei. Ja, ja auf Anhieb. Ja. Also die drei, aber man kann natürlich endlos. Ja, total. Noch zählen, ja. Genau. Ja, die Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei, die geht ja historisch bis ins 11. Jahrhundert zurück. Und dieses Jahr ist ja ein ganz besonderes Jahr. Mhm. Und genau, vielleicht kannst du auch schon denken, worauf ich hinaus will. Du hast es jetzt auch schon oft angesprochen, und zwar das Anwerbeabkommen mit der Türkei. Das feierte jetzt vorletzte Woche, am 30. Oktober 60 Jahre Jubiläum, wo ja dann der Startschuss gegeben war für die Migration eben von den türkischen Arbeitskräften nach Deutschland. Ja.
Es gab allerdings ja auch noch Anwerbeabkommen mit Italien, Griechenland, Spanien eben ein, zwei Jahre vorher und auch vielen weiteren Ländern. Und heutzutage leben knapp 1,5 Milliarden, Millionen, nicht Milliarden, Millionen türkeistämmige Menschen in Deutschland und ja, bilden damit so die größte ausländische Bevölkerungsgruppe. Ja. Was meinst du, sind die Gründe, warum ja insbesondere ja, diese Bevölkerungsgruppe aus der Türkei in Deutschland geblieben ist oder so großen Gefallen hat, dass sie eben gesagt haben, wir bleiben hier. Ich meine, genau, Anwerbeabkommen mit Italien gab es, mit Griechenland, aber die Türken sind hier geblieben. Die Türken sind hier geblieben, genau. Ja. Ein türkisches Sprichwort sagt, also die Heimat ist nicht da, wo du geboren bist, sondern die Heimat ist da, wo du dich ernähren kannst. Mhm. Und die Leute sind hier geblieben, weil die hier also mehr Möglichkeiten haben als in der Türkei. Also an erster Stelle arbeiten und Geld verdienen. Na klar. Und es gibt sehr viele türkeistämmige Menschen, die arbeiten hier, ernähren ihre Familien in Deutschland, aber schicken auch Geld in die Türkei, die weitere Familienmitglieder und nahe Verwandte profitieren davon auch. Mm. Und die sind auch hier geblieben, und weil die Familienmitglieder durch Familiennachzug nach Deutschland gekommen sind und die haben gesagt, wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, bestimmt, ja, wenn meine Tochter ihr Schulabschluss hat, oder mein Sohn, dann fahren wir zurück. Und dann kamen Enkelkinder. Und dann haben sie gesagt, komm, lassen wir auch die Enkelkinder hier zur Schule schicken. Yeah. Und wenn die fertig sind, dann fahren wir doch zurück. Und so sind die dann hier geblieben. Also, die Familie wurde immer größer und immer größer. Und also das Heimatgefühl wurde immer hier größer als in der Türkei wahrscheinlich. Und deshalb sind die auch hier geblieben. Ja. Also war dann wahrscheinlich einfach auch die Lage hier in Deutschland mit genau den Umständen einfach eine bessere vielleicht auch. Als bessere Voraussetzungen für weiter, für das Leben und Bildungssystem und es gibt viele andere Gründe noch, warum die Menschen hier geblieben sind. Ja. Cool, dann Integration ist ja immer so ein beidseitiger Prozess. Also genau, wenn jemand in ein System kommt, dann genau trifft man ja aufeinander. Und jetzt in Bezug auf, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Deutsche und Türke, was können die voneinander lernen? Also was kann der Deutsche von dem Türken lernen und andersherum? Ja, die Türken können von den Deutschen Pünktlichkeit, Perfektion, und ja, man kann noch viele weitere Eigenschaften zählen, lernen. Und die Deutschen können auch von den Türken Gastfreundschaft und Flexibilität und ja, und noch natürlich gibt es viele andere Eigenschaften, die auch von den Türken lernen können. Ja. Gab es eine Situation für dich, wo du mal, ich sage jetzt auch wieder in Anführungszeichen, natürlich immer bei Deutschen, also bei Deutschen eingeladen worden bist, was dich einfach total verwundert hat, was du so gar nicht kanntest, was du dann auch gelernt hast? Ja, es gab eine Situation und jemand hat mich zum Abendbrot eingeladen. Und als ich gerade noch frisch in Deutschland war, ich habe gesagt, Abendbrot, ja, das ist ja nur Brot. Und dann habe ich vorher gegessen. Dann war ich bei der Familie. Dann habe ich gesehen, die haben ein kaltes Buffet, also 2 Meter lang vielleicht. Und ich musste nochmal da wirklich extra noch essen. Und mit vollem Magen bin ich dann zurück nach Hause gekommen, weil ich nicht wusste,
Ich wollte nicht, dass die Leute wissen, der Gastgeber oder die Gastgeberin, dass ich vorher gegessen habe. Ja, na klar. Also ich habe gesagt, von Abendbrot kann man ja nicht satt werden. Und das war eine große Überraschung für mich. Ja, das liegt ja auch an dem kleinen Wort Brot. Wenn es jetzt Abendessen gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich vorher... Wenn der Gastgeber gesagt hätte, also wir möchten dich zum Abendessen eingeladen, hätte ich natürlich kein Stück Brot gegessen, aber Abendbrot war ein bisschen zu wenig. Aber das war doch zu viel. Hast aber gut gegessen. Ja. Okay, dann schon fast die letzte Frage. Was kann man tun, wenn Menschen aus dem eigenen Kreis nicht rauskommen wollen oder einfach unter sich bleiben wollen, sich eben nicht integrieren wollen? Was kann man dagegen tun? Oder sollte man vielleicht was dagegen tun oder eben nicht tun? Es kann ja auch sein, dass... Ich kenne sehr viele Familien, sogenannte Parallelgesellschaft. Also die Parallelgesellschaft entsteht dadurch, dass die Leute alles unter sich erledigen bzw. machen können. Und wenn die von den Einheimischen, von den Deutschen entsprechende Reaktionen da sind und die Einladungen und die Bereitschaft, die aufzunehmen und näher zu kommen und Wärme zu geben, dann bin ich sicher, dass die ausländischstämmigen Mitbürger entsprechend reagieren, zum Beispiel gegenseitige Einladungen muss man aussprechen und die Einladungen muss man annehmen. Und so kann man auch gegenseitig viel besser kennenlernen und natürlich parallel die Sprache lernen. Ja, na klar. Also wie gesagt, so eine Win-Win-Situation. Genau, also Kommunikation, gegenseitige Kommunikation, geben und nehmen und nicht nur einseitig. Das ist Integration ist ja keine Einbahnstraße. Nee. Und man muss also auch akzeptieren und akzeptieren dafür was tun. Ja, und sollte man, aber wenn jetzt wirklich jemand sagt, okay, ich bin zwar jetzt neu in diesem Land, möchte aber nicht irgendwie aufgenommen werden, sollte man das dann einfach akzeptieren auch oder das in die Hand nehmen und sagen, komm hier, so sieht's aus, möchtest du doch nicht? Wenn jemand hier nach Deutschland kommt und unter sich bleibt, dann muss man eigentlich als Heimischer, als Gastgeber oder Mitmenschen versuchen, auf diese Menschen zuzugehen und versuchen, die Menschen also zu ziehen und zu zeigen und zur Integration nicht zwingen, aber den Weg zur Integration freimachen, öffnen. Ja. Schön, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wenn ich mal auf die Zeit gucke, ist es auch schon fast wieder vorbei und wir müssen einen Cut setzen. Vielen lieben Dank für deine Antworten. Zum Abschluss habe ich noch mal ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Schnitzel oder Döner? Liebe Schnitzel. Ja? Herz oder Kopf? Kopf. Kopf. In Sachen Urlaub, Borkum oder Bodrum? Bodrum. Bodrum. Panda oder Papagei? Panda. Panda. Und eine ganz gemeine Frage zum Schluss. Deutschland oder Türkei? Können wir... Halbe-halbe? Ist lieber, tun wir oder weg? Und dafür und. Setzen wir ein und. Deutschland und Türkei. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Schön. Ich nehme heute auf jeden Fall mit, dass man aufeinander zugehen sollte, dass man voneinander lernen sollte, dass man offen für Neues sein sollte und einfach sich drauf einlässt. Genau. Lieber Etem, vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank für die Eindrücke, die du uns gegeben hast. Und der Werbeblock darf natürlich nicht fehlen.
Wir freuen uns über euer Abo. Teilt gerne den Podcast mit anderen Freunden natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal ein, wenn es heißt, hör mal Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.